Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen kleinen Folge Horizon Forbidden West. Ich kann einfach nicht aufhören, es macht so Spaß. So, speichern kurz. Wir gucken jetzt noch die kleine Nebenaufgabe, die wir hier bekommen haben. Die gespaltene Stammrede mit Jax. Das soll irgendwo hier hinten stecken. Und dann hoffe ich, dass wir heute vielleicht noch in der Folge das... Wo ist er denn? Das mit dem Durchgang machen können. Ah, da. Fremde, hättest du kurz Zeit? Hi, was gibt's? Was für ein Glück, dass du hier bist, Fremde. Ich bin Jax. In der Höhle, da sitzt ein Trupp von Tenakt. Die haben wohl Ärger. Mindestens ein Verletzter. Ich will ihnen helfen, aber die Tenakt könnten so ein Angebot als Beleidigung verstehen. Auch wenn sie Hilfe brauchen. Unterstützt du mich? Ich sah dich vor dem Chor sprechen. Ich weiß, du kannst überzeugend sein. Und wenn es hart auf hart kommt, bin ich mit deinem Speer an meiner Seite stärker. Okay. Ja, klar. Ich werde es versuchen. Let's go. Du da! Das Lager gehört dem Adlertrupp. Verschwinde oder stirb. Ruhig, Adler. Ich will nicht kämpfen. Nur verhandeln. Du kennst unser Zeichen dafür? Lasst uns rein, dann reden wir. Okay. So weit, so gut. Ist schon mal der Ansatz, ne? Ihr seid weit weg von der Wüste. Was? Die Person wurde geblendet? Mann, dir entgeht auch gar nichts. Offenbar ist eure Trainingsmission nicht gut gelaufen. Wir wollen euch helfen, wenn ihr annehmt. Woher weiß ein Utaro von unserer Trainingsmission? Er kannte auch das Verhandlungszeichen. Er ist kein Utaru. Oder Tenakt. Er muss ein Veteran sein. Ein Veteran? Dachte, von denen gibt's keine mehr. Wir brauchen keine Hilfe von kaputten Bauern. Wenn ich mich nicht täusche, sieht das ganz anders aus. Schwester. Klingt, als möchten sie uns nur helfen. Warum denn nicht? Was haben wir zu verlieren? Wie stur die aber im ersten Moment sind, ne? Alter. Ihr seid auf einer Trainingsmission? Maschinenjagd. Ein letzter Test, bevor ein Trupp den aktiven Dienst beginnt. Alles ist gut gelaufen. Wir konnten einen Krallenschreiter stellen. Aber er floh in eine Herde Dornrücken. Einer stürmte wild los. Corey konnte gerade noch ausweichen und gab dem Vieh eins mit. Ich traf einen Säurekanister. Das war wie Feuer in meinen Augen. Schreckliche Wunde. Ich hätte nach vorne gehen und die Herde sehen müssen. Nein, ich hätte den Kanister sehen müssen. Passiert halt. Was ist ein Veteran? Ich wurde als Tenakt geboren, dann aber gegen Tribut den Utaro gegeben. Tribut? Als es noch viel gab, boten die Utaro den Tenakt jährlich Nahrung, um den Frieden zu wahren. Ah, der sollte die ausbilden. Wurden bei diesem Tribut Menschen ausgetauscht. Die Tenakt brauchten fähige Jugend für ihre Clankämpfe. Und die Utaro, erfahrene Veteranen zur Ausbildung ihrer Verteidiger. Das haben wir schon mal gehört. Und so ein Soldat war ich. Mit Betonung auf war. Fängt die schon wieder an, ne? Brauchst du meinen Speer ja doch noch. Die fängt halt schon wieder an, ne? Zu sticheln. Lass doch jetzt gut sein, Mädel. Die hatte schon wieder die Waffe, die so halb im Anschlag, ne? Mann, die ist ja richtig drauf. Vorräte. Dörrfleisch, Munition, Waffen, Lagerausrüstung. Recht viel für eine Reise zurück in die Wüste. Alles, was wir brauchen, ist in Flusswacht. Da liegt noch eine Menge Kriegsbeute rum. Reste von der Schlappe. Die Schlappe? Als unsere Truppen die Kaja nach Fahrlicht vertrieben, ließen sie die Falken die Niederlage spüren. Das tat weh. Marsha Kenira erschoss fliehende Kaja von einem Turm in Flusswacht aus. Ihr Trupp sammelte die Beute. Das Zeug liegt einfach so rum und wartet auf uns. Da streifen tödliche Maschinen herum. Und die Ruine steht auch kurz vor dem Einsturz. Du meinst, Maschinen und Ruinen können den Adlertrupp aufhalten? Nein, aber diese Wunden. Jax und ich holen euch die Vorräte. Das ist unsere Mission. Die überlasse ich doch keinem... Na gut. Komm mit uns. Gut. Ihr drei haltet hier die Stellung. Bis später.
Pass auf dich auf. Oh, na toll, jetzt wird's witzig. Aha. Alleine wäre das schneller gegangen. Jetzt rennt sie einfach los, will das selber schnell machen, bevor wir da irgendwie helfen können. Zur Ruine geht's da lang. Oh, da hinten ist der. Wenn wir erst die Vorräte haben, wird alles wieder gut. Was sagst du? Was soll das bitte heißen? Der Zustand deines Bruders ist... Das ist nicht dein Problem, Bauer. Was sagst du? Sag das nicht ständig. Ganz ruhig. So. Wir wollen doch nur helfen. Das sagst du. Oh, jetzt fängt die auch noch so an. Alter, ihr nervt beide. Was war denn das da oben? Das ist ein Katscherlager. Oh, warte mal. Wir müssen den Fluss überqueren und das Fremdenlager an der Straße meiden. Eindringlinge. Sie sind Fremde in diesem Land. Ich lass die mal ganz kurz. Oh, da hier geht's mir wieder Beuteverträge, oder? Oh, hier geht's mir wieder Beute. Da komme ich gleich nochmal drauf zu. Das schreit nach Beuteverträgen. So, müssen wir da rüber? Gut, du bist zurück. Bin wohl vom Gefasel dieses Bauern eingeschlafen. Oh. Mein Gott, ihr nervt. Ich hasse es, nass zu werden. Sie ist hart wie ein Verwüster. Das habe ich gehört. Wasser schadet dir nicht. Erfrischend, schätze ich. Die sind da. Der Eingang sollte unter dem Bogen da sein. Und wie sieht's da drin aus? Hm, geht doch. Gar nicht so viel los hier. Ich glaube, ich habe gerade im Augenblick schon wieder so einen Vogel gesehen. Maschinen, ich gehe da rein. Oh, wow. Nein, halt die Fresse. Okay. Das hat weh getan. Das hat auch gezwiebelt. Und down. So schnell und nicht anders. Oh, da liegt noch einer. Das war die letzte. Das hatte ich im Griff. Könntest dich auch einfach bedanken, Jungspund. Ich hätte es besser hinbekommen, wenn ich nicht auf dich aufpassen müsste. Oh, Alter. Die beiden fucken ja ab, mein Gott. Könnt ihr die beiden die Klappe halten? Ihr seid beide scheiße im Verhältnis zu uns. So, jetzt hab ich's gesagt. Ja, wir reden noch kurz mit denen. Der Bauer hat seinen Kampfgeist wohl doch noch nicht verloren. Die Vorräte liegen da oben. Da oben? Ach du Scheiße. Das ist verdammt hoch. Höhen schrecken den Adlertrupp doch nicht ab. Was willst du damit sagen? Oh, Alter. Genug. Ja. Ich kann gut klettern. Ich hole uns die Vorräte. Komm, mal sehen, ob wir die Maschinen zerlegen können. Vielleicht bringe ich dir da mal was bei. Was soll ein Bauer denn bitte dazu wissen? Ich habe Jahrzehnte Erfahrung und dich gibt es erst sehr kurz. Touché. Da hat er recht. Ach, schön. Okay, ich muss einen Weg in die Ruinen finden. Ja, irgendwie da hoch. Da nicht. Oh. Okay. Ja, irgendwie hier hinten. Irgendwo hier hinten kriegen wir bestimmt einen Weg. Vielleicht da unten durch, oder?
Hab einen Weg gefunden. Zieh. Und jetzt. Hat geklappt. Hallo? Oh, Taschenlampe. Cool. Sieht wie eine Art Keller aus. Ich muss irgendwie hoch. Pilze. Hier geht's doch bestimmt hoch. Oh, ich muss über die Leiter. Ich komme da jetzt. Nee, ich muss anders hoch. Okay, das Vorratslager dürfte ganz oben im Turm sein. Aber wie komme ich da hoch? Wo ist denn der Turm? Ah, da oben, lol. Ja, gut. Da oben. Über die Mauern. Das geht auch mit Kisten. Oh, scheiße. Mann. Hätte die Kisten hier einfach oben bleiben können? Okay, das geht auch mit Kisten. Das wusste ich gar nicht. Okay, das ist natürlich nice. Ich glaube, ich ahne schon. Na bitte. Da drüben käme ich dann auch hoch wahrscheinlich. Ah, hier gibt es wahrscheinlich irgendwas extra noch. Ach nee, ich muss hier rein. Oh, da drüben ist Dings. Okay. Oh, scheiße. Kriege ich die hier durch? Jetzt so gen... Komm. Okay. Jetzt gehen wir kurz auf die andere Seite. Oh, da hinten ist so ein großes Vieh. Da steht natürlich mal, die kämpfen dagegen. So, ich würde aber sehr gerne das hier noch machen. Let's go. Au. Das sieht doch richtig gut aus. So und nicht anders. So. Die kicken wir mal runter. Da ist eine Kiste. Ich würde sagen, Kiste. Nur ein mittleres. Ha. Wahrscheinlich hätte ich erst wieder rüber gemusst. So. Nip. Und hoch. Die Vorräte hier. Weiter oben sein.
Gott, wie hoch denn noch? Ah, das da. Ich nehme an, das da? Oder geht's noch höher? Ah, das sind die Vorräte. Das sind sie also? Werden nicht lange reichen. Nee. Was ist das? Oh, scheiße. Dich kann man echt nicht alleine lassen. Nein. Wo sind die jetzt hingerannt? Jax und Sokora da haben Ärger. Ich muss schnell zu ihnen. Da hinten. Ein alter Hase und ein Jungspund. Der Jungspund ist aber weggerannt, ne? Na dann, let's go. Speichern geht hier sowieso nicht, also egal. Oh scheiße, das war so ein Nilpferd-Ding, ne? Shit. Feuer wird hier nicht helfen. Oh, da sind Jax und Sokora. Ich muss da rein und diese Maschinen erledigen. Nein, ich wollte einen kritischen Schlag machen. Ich hab dagegen nichts. Alter! Ich kann was irgendwie vereisen, ein bisschen. Was. Oh Gott. Das war knapp. Gut, 3 gegen 1 ist halt ein bisschen unfair. Geschafft. Ah. Ich sehe lieber nach Jax und Sokora. So. Das nehme ich mit. Oh, sehr gut. Fuchsknochen. Das brauche ich zum Upgraden. Sehr, sehr schön. Was ist das hier? Okay. Geht's euch guter gut? Kampfadler, obwohl du das Ding nicht hättest provozieren müssen. Was hast du gefunden? So gut wie gar nichts. Sokora, es gibt hier Nahrung für circa einen Tag und ein paar vertrocknete Heilkräuter. Da sollte doch mehr sein. Genug für... Ihr wolltet nie wirklich nach Hause gehen, nicht wahr? Wie meinst du das? Ein Blinder kann nicht kämpfen. Und wer nicht kämpfen kann? Die Tenakt werden Cory töten, weil er blind ist? What the fuck? Er muss gegen eine Maschine kämpfen. Das halten sie für würdevoller. Es ist okay, wie dumm ist das denn? Hä? What the fuck, wie dumm? Ihr wolltet mit den Vermieten also in der Wildnis leben. Ich dachte, es würde für den Anfang reichen. Ich hab doch genug. Gib mir halt was. Können sie nicht in Rheinklang bleiben? Rheinklang kann jetzt schon selbst kaum genug. Ja, gut. Der Chor würde das nie erlauben. Wir sollten zurück. Ich bringe den Jungspund heim. Wir treffen uns an der Höhle. Ja komm, ich kann so schnell Vorräte organisieren. Ich habe mit Sicherheit nur so viel Fleisch und so, das ist jetzt nicht das Problem. Also, das ist wirklich nicht das Problem. Ich habe so viel Fleisch und so, das ist kein Ding. Gib mir halt die Vorräte. Ich komme klar in der Wildnis mit Aloy, das ist gar kein Problem. Wir schaffen das. Habe ich die Kiste da schon gelootet oder habe ich die nicht für voll genommen? Wie die meisten Kisten. Hab ihn nicht für voll genommen. Okay, cool. Scheiße. Aha. Ich würde echt gerne das Tor dann machen.
Die werde ich bestimmt bald brauchen. Wie soll ich Ihnen beibringen, dass ich versagt habe? Sag die Wahrheit. Aloy, wir wollten gerade reingehen. Was erzählst du ihnen? Dass wir stark sein müssen. Dass es auch ohne Vorräte gehen muss. Das wird ein hartes Leben. Wenn wir zurückgehen, würden sie Cory einfach ermorden. Es muss irgendwie anders gehen. Ich wüsste nicht, wie. Dann haben wir jetzt alles. Der Vorrat war leer. Aber wir kriegen das auch so hin. Ihr dürft wegen mir nicht verhungern. Geht ruhig. Nein! Jax, du sagst, Reinklang hat jetzt schon nicht genug, um alle aufzunehmen. Und nur ein. Ich lasse meinen Bruder nicht zurück. In Reinklang ist er sicher. Und der Rest von euch kann nach Hause. Okay, ja, so rum geht's vielleicht. Das ist die einzige echte Option. Das wird dem Chor nicht gefallen. Aber was, wenn ich für ihn bürge? Wenn ich ihm zu essen gebe? Das könnte klappen. Natürlich nur, wenn Cory das will. Nein! Ihr nehmt ihn nicht mit! Sukura? Das ist wohl die beste Option. Hier draußen bin ich nur eine Last. Das ist mein Wille. Lasst mich mit ihm gehen. Wenn du unbedingt willst. Aber Bruder, das bedeutet nicht das Ende für uns. Ich besuche dich in Reinklang. Und weder Utaru noch Tenakt können mich aufhalten. Das würde ich Ihnen auch nicht raten. Ich bleib hier und helfe Ihnen packen. Dann nehme ich Cory mit mir. Du hast Kraft und Weisheit gezeigt. Das sieht man nicht oft. Ich danke dir und sie sicher auch. Okay. Na, immerhin. Ausgang. Hier. Nacktschützerin. Wo war? Hier. Ich will noch mal ganz kurz zu dem kleinen Outpost. Da gibt es safe neue Beuteverträge. Da wird ein Händler drin sein und so. Gucken wir uns das mal noch kurz an. Warst du schon mal beim Schnitzen? Das soll ein unvergesslicher Anfang. Guten Tag. Kann nicht sein. Zuletzt dort war, konnte er schon laufen. Hier gibt's einen Händler. Hi, was hast denn du? Was hast du denn? Flüsterjägerbogen, den habe ich sogar schon. Schur, Kriegsbogen. Guck mal, da hätte ich hier auch Säure mit drinne. Säurekriegerbogen. Das ist der Bogen, wo ich das Elektro-Ding auch mit drin hatte, ne? Harte Gewebe-Scharfschussbogen. Ist der besser als Kuhs Scharfschussbogen? Der ist ja nochmal besser als Kuhs Scharfschussbogen. Und den kann man viermal upgraden. Alekumio. Ja, okay. Der macht nicht so viel Brechung. Teile absprengen und so. Aber halt Grundmehr-Damage. 15% mehr Fernkampfschaden, Vorteile. 15% Überspannenschaden. Dann kann ich sogar zwei Spulen reinpacken. Ja, also gut, den muss ich einfach mitnehmen, ne? Das ist halt, also. Den muss ich halt mitnehmen. Den finde ich halt auch recht nice, muss ich sagen. Ich glaube, den nehme ich auch mit. Habe ich den jetzt gekauft? Ja, cool. Verkaufen wäre halt auch mal nice, ne? Aber ich will immer nicht verkaufen. Also das schon mal gar nicht. Ja, sowas, über sowas können wir reden. Spulen, über Rohstoffe, über das hier Zeugs können wir halt auch reden, ne? So verkaufende Wertgegenstände. Na gut, das hier unten nicht nur, jetzt wirklich hier oben. Das Zeug zu verkaufende Wertgegenstände, was wirklich auch nur zum Verkaufen gedacht ist. Alles andere würde ich nicht verkaufen. Sind das 460 oder sind das 23 mal 460? Okay, das sind insgesamt. Ich verkaufe mal die Ohren. Sag deinen Freunden, wo du sie gekauft hast. Warte mal. Also.
Inventar, Waffen. Hier. Hartgewebe. Das sieht gut aus. Ausrüsten. Nice. Der neue, das ist er hier. Yep. Ich will halt nicht auf die normalen Pfeile verzichten. Das ist gerade so mein Struggle. Überall ist halt das scheiß Gift mit drin. Das fuckt mich ein bisschen ab. Also hier ist so Frost. Könnte es nicht Feuer- und Frostbogen sein? Das wäre super, wenn das so schön aufgeteilt wäre. Ach hier. Da hätte ich sogar noch so Explosionsbomben. Auch nicht schlecht. Ach ja, ich habe mal wieder Stuff. Gibt es da eigentlich auch was zum Tauchen, dass ich mehr Luft anhalten kann länger? Schnell Gesundheit immer Nähe. Gibt es irgendwo was für Tauchen? Na, wenn dann hier oder so, ne? Pflanzensammlerin. Sammle mehrere Rohstoffe von Pflanzen. Das ist natürlich auch geil. Stau mir heilende Beeren in deinem Medizinbeutel. Okay, das ist natürlich auch nice. Scheiße, okay, das ist natürlich. Da lohnt sich es eigentlich schon, da runter zu gehen. Dann wieder her. Heilende Beeren bewirken mehr und schnellere Heilung. Ah ja, dann gehe ich mal hier so ein bisschen. Na, das ist schon echt cool. Fernkampf am Griffel verursachen mehr Schaden, wenn du schwer verwundet bist. Ja gut, das muss jetzt nicht unbedingt sein. Hier würde ich gerne hin. Was haben wir hier noch? 2. Na gut, ich mach das einfach mal. Ich hätte das gerne. Ich habe ja noch genug Punkte. Das hier. Und mehr im Beutel rein. Mega gut. Okay, wir haben noch ein paar Points. Da kann man Griffel und sind leiser, was die Wahrscheinlichkeit reduziert, von einem Feind entdeckt zu werden. Muss auch mehr Schaden, das ist halt auch geil. Stell dich wieder her, wenn du den stillen Schlag benutzt. Auch nice. Leg dich leise, sodass Gegner dich nicht entdecken können. Trage mehr Rauchbomben her. Das interessiert mich eigentlich nicht so, wenn ich ehrlich bin. Hier habe ich ja noch gar nichts gemacht, ne? Leite auf einer Reitmaschine weniger Schaden. Verlängere die Zeit, die Maschinen überbrückt bleiben. Ist auch cool. Überbrückte Maschinen verursachen mehr Schaden. Wir könnten auch mal das ein bisschen leveln für die Zukunft. Ich meine, ich werde in Maschinen auch so ein bisschen, na, da werde ich ein bisschen mitmachen. Vielleicht tue ich einfach mal so provisorisch ein bisschen was investieren. Einfach weil ich werde es halt benutzen. Bewege dich mit schweren Waffen schneller. Das ist natürlich auch Schnieker. Das hätte ich ja schon auch gerne. Oh, für mehr Gesundheit. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Was ist das hier? Verursache dank einer speziellen Modus in deinem Fokus mehr Schaden an Maschinenbauteilen und Schwachstellen. Das ist halt auch schon praktisch, wenn ich ehrlich bin. Reparierungsschicke überbrückte Maschinen mit weniger Metallscherben. Auch nice. Ich muss so öfter schon upgraden, das ist echt ganz praktisch. Stelle eine Maschine bei der Überbrückung auf aggressiv oder defensiv verhalten. Okay. Stachelwerfer, für eine Stachel, der sich mit mehreren Projektilen aufteilt. Das ist nicht so geil. Mehr Schaden. Das ist ganz cool eigentlich. Aber das habe ich sowieso nicht aktiv. Ah, das ist schon mal auch nicht so schlecht, würde ich sagen. Stelle Munition an der Werkbank mit weniger Rohstoffen her. Ja, das mache ich nur in der Wildnis. Nur. Stelle auf mehr Schaden. Mit derselben Rohstoffmenge mehr Munition hier. Auch nice. Würde ich auch mitnehmen. Was können wir denn noch uns hier gönnen?
Fallenabteilung. Ich keine Stärkung wirken länger. Das ist halt auch nicht schlecht. Schnelle Werkzeuge fallen und trinke schneller her. Das ist nicht so wichtig. Ja, das wäre auch nicht verkehrt. Platziere schneller auf dem Feld. Mehr Zeug. Platziere schon gleichzeitig. Kann ich noch eine mehr machen, ne? Wäre auch nicht schlecht. Hier bin ich halt noch. Ziele bleiben länger energetisiert. Kritischer Schlag verursacht mehr Schaden. Das ist auch nicht verkehrt. Können wir hier vielleicht noch ein bisschen was reinbuttern? Das versuche ich ja schon ab und zu benutzen, wenn ich vor allen Dingen nah genug dran bin. Kann man nehmen, kann man mitnehmen. Speer schneller. Das habe ich noch gar nicht benutzt. Sowas. Ich würde sagen, wir gehen noch ein bisschen in Richtung Fallen. Das nehmen wir auch noch mit. Was ist das hier? Schneller Draht, wirf schneller, Stolperdraht. Ne, das will ich ja nicht. Stimmt, das war das, was ich nicht wollte. Der Werkzeuge fallen, trinke schneller her. Oh, kann man mitnehmen. Muss man jetzt auch nicht. Okay. Und dann war es schon wieder alle. Oh, speichern wir erstmal. Ich würde sagen, mit dem einen Dude hier vorne reden wir aber noch. Oh, die Kiste. Oh, warte mal. Wie läuft's, Hammerkopf? Schriftroller, ein Brief von zu Hause. Brago, Flamme meines Herzens. Die Schmiede ist leer ohne dein Lachen. Aber ich weiß, dass du das alles tust, um Scherben für uns aufzutreiben. Oh, Brief von der Frau. Du bist zurück. Willkommen. Was? Tut mir leid. Waren die nicht mal äußerst talentierte Handwerker und lebten in einem Paradies? Damals wurden die Sonnen, ja, das hat gesagt. Aus dem Schrecken gesagt. Letzteres eher weniger. Eine Art Krankheit hat ihr Land befallen. Du bist zurück. So. Du sagst, das sind die besten Gräber im Anrecht. Und du sagtest, hier wimmelt es vor Artefakten. Und das hier ist das nichts? Das ist ein Tablett. Bei der Sonne. Nicht einmal die besten Handwerker Meridians beherrschen solche Symmetrie. Was die Alten wohl darauf servierten. Das ist doch eine Mausefalle? Oder Fisch. Es ist ein Tablett. Ist das nicht eine Mausefalle? Wer bist du? Das ist doch eine Mausefalle, oder? Du würdest die Sonne nicht erkennen, wenn sie vor dir scheint. Das ist die Retterin von Meridian, die Seherin des Verborgenen. Du bist wegen ihnen da, oder? Wegen ihnen? Was? Den Relikten. Der See ist voll mit ihnen. Hier ist einst etwas Großes passiert. Dürfte ich mal sehen? Das sind viele Daten. Okay, das ist weird. Ja, okay, das ist... Brauchen wir vielleicht einen Heiler? Was auch immer das ist, das weist hin auf etwas namens mobiles Deckungssystem. Deckungssystem? Du meinst eine Abdeckung für das Tablett? Nein. Eher etwas, was in einem Kampf praktisch wäre. Woher hast du das? Die Ausgrabung. Da, wo es jetzt vor Maschinen wimmelt. Und falls die nicht einfach so verschwinden, werden wir gehen. Willst du denn nicht herausfinden, was hier passiert ist? Vielleicht geht das noch. Was hat euch ausgerechnet hierher geführt? Gute Expeditionen beginnen mit Gerüchten. Als die Tenakt unsere Truppen aus dem Westen vertrieben, beschrieben die zurückkehrenden Soldaten den See voller Zeichen der Alten. Ich hörte diese Geschichten und wusste sofort, dass hier unzählige Artefakte warten. Nur leider haben wir noch nichts gefunden. Zumindest bisher. Diejenigen, die geduldig sind, erwartet Sonnenschein, wenn die Wolken sich verziehen. Im Osten gibt es auch Ruinen. Warum so weit draußen nach Artefakten suchen? Ah, nun, während meine Kollegen in den alten Ruinen wühlen, breche ich zu Neuem auf. Gesprächiger Genders wird als erster die Geheimnisse des Westens entdecken. Okay. Werde ich so berühmt wie der große Ara. Du teilst deinen Optimismus wohl nicht. Ich handle mit Artefakten. Vorzugsweise mit solchen, die peppiger sind als Fischtabletts. Du bist so ungehobelt.
Irgendjemand muss solche Expeditionen bezahlen. Und bisher haben wir nichts, was meine Kosten decken würde. Das ist immer noch kein Tablett. Bei der Ausgrabung griffen euch Maschinen an? Das war furchterregend. Bei unserer Ankunft sah hier alles so friedlich aus. Im Wasser funkelte etwas und ich ging hinein. Es war das Tablett. Ich war so entzückt, dass ich die Maschinen nicht kommen hörte. Um ein Haar wäre ich gestorben. Ich war dabei. Du hattest eigentlich einen recht guten Vorsprung. Aus sicherer Entfernung sagt sich das so einfach. Wie dem auch sei. Ich hoffte, die Osseram erledigen das. Das sind angeblich die besten Gräber im Anrecht. Und jetzt jammern sie wegen Gefahrenzulage. Nie im Leben, solange wir nichts finden, was meine Kosten deckt. Schwierig. Wo ist die Ausgrabung? Dort sollte ich anfangen, wenn ich diesem mobilen Deckungssystem nachgehen möchte. Vielleicht finde ich heraus, was hier passiert ist. Die Ausgrabung ist hinter uns. Den See im Westen hoch. Ich wusste, dass wir uns nicht zufällig begegnet sind, Retterin. Was wirst du uns nur erzählen, wenn du den See mit deinem zweiten Gesicht gesehen hast? Hoffentlich nur die Wahrheit. Heute leuchtet uns wahrhaft die Sonne. Oh Gott, wo denn? Da oben oder was? Ach, da. Da quasi. Oder da. Ich glaube, das können wir in der nächsten Folge einplanen, oder? Schade, ich hatte gehofft, wir kriegen hier neue Verträge. Dem war nicht so. 22, versunkene Hoffnung. Okay. Vielleicht sollten wir dann erstmal wieder Hauptstory machen, ein Stück. Nee, weißt du, nee, Quatsch. Ich weiß, was wir als nächstes machen. Das hier. Das, definitiv, das. Ich lasse mich da auch nicht von abhalten jetzt. So. Gar nicht erst abhalten lassen. Aber das machen wir natürlich in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Ciao.